Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur Vorstellung von Thomas Aichin. Auch nochmal an dieser Stelle von unserer Seite herzlich willkommen. Ja, vielen Dank erstmal für den freundlichen Empfang. Das Servus hier ist mir auch viel, viel einfacher gefallen wie das Moin in Bremen. Bin ja auch ein Süddeutscher und freue mich sehr, hier in München zu sein und bei so einem Verein wie 1860 arbeiten zu dürfen. Ein Verein mit dieser Tradition, mit diesem Charisma. Ich habe den Verein natürlich immer verfolgt und freue mich, wie gesagt, hier mithelfen zu können, Verantwortung zu übernehmen und 1860 in die Erfolgsspur zu bringen und mit meinem Team und mit dem Trainer dafür zu sorgen, dass wir die nächste Saison auf jeden Fall besser abschneiden wie die letzte Saison. Das ist unser gemeinsames Ziel. Ja, also sagen wir so, ich habe, wie gesagt, sehr, sehr überzeugende Gespräche gehabt, sowohl mit Peter Casalet, aber auch mit Hasan Ismaik. Und es war für mich einfach wichtig, dass ich das Vertrauen bekomme. Ich bin es gewohnt, in diesem Bereich zu arbeiten, auch mit Investoren zu arbeiten aus meiner Kölner Haie-Zeit. Und ich finde das sehr beeindruckend, wie die Situation hier ist. Ein Verein mit letztendlich zwei Gesellschaftern, mit dieser Tradition, mit dem Fund, was du hier hast von 1860, aber auch mit dieser Situation, wenn zwei Gesellschafter im Prinzip das Beste für den Verein wollen. Und das gilt es umzusetzen. Da sehe ich mich auch als ganz klaren Moderator, als jemanden, der das versucht, richtig zu ordnen. Und ich freue mich total auf diese Aufgabe. Es ist sehr, sehr interessant, da aus diesem Verein das rauszuholen, was möglich ist. Und deshalb, die Gespräche, die ich bisher geführt habe, waren top. Und alles, was vorher war, kann ich und will ich auch gar nicht beurteilen. Im sportlichen Bereich erstmal, dass wir eine Mannschaft jetzt erstmal zusammenstellen. Das ist die vorderste Aufgabe, die eine gewisse Stabilität hat. Wir haben, denke ich mal, viele Situationen, die noch ungeklärt sind. Die gilt es jetzt anzupacken. Ich habe sicherlich ein relativ großes Netzwerk auch an Kontakten, um jetzt relativ schnell auch mit dem Trainer zu analysieren, wo der Schuh drückt, wo wir was machen müssen. Und das gibt es dann Step by Step umzusetzen. Die Mannschaft muss ein Profil bekommen, dass wir erstmal stabil in die Saison kommen. Dass wir diese Saison, das muss das vorderste Ziel sein, mal mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Alles Weitere werden wir dann Schritt für Schritt entwickeln. Ich habe jetzt 3,5 Jahre in der ersten Liga gearbeitet und es ist sicherlich mein Ziel und auch sollte auch das Ziel von 1860 sein, irgendwann da wieder hinzukommen. Aber das sind eben Dinge, die kann man jetzt nicht in den 2- oder 3-Jahresplan pressen. Wir müssen versuchen, heute gut zu sein und nicht gestern und nicht morgen. Wir müssen versuchen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die erstmal den ersten Schritt geht. Und das ist jetzt erstmal die ersten Spiele in der zweiten Bundesliga erfolgreich zu gestalten und dann weiterzumachen und Step by Step eben diese Mannschaft so zu verbessern, dass wir auf jeden Fall eine bessere Rolle spielen wie die letzten 2 Jahre. Wir werden sicherlich auch die nächsten Tage und Wochen in den ein oder anderen Spieler präsentieren, aber das gilt es erstmal auch genau zu analysieren. Ich war gestern mit Costa schon fast 3 Stunden zusammen, wo wir über das Team gesprochen haben, seine Eindrücke, meine Eindrücke. Ich kenne 1860 sehr, sehr gut. Ich habe fast komplett jedes Spiel der Rückrunde gesehen, weil mein damaliger Spieler Levent Ajicek hier ausgeliehen wurde und ich jedes Spiel auch dann beobachte von meinen Leihspielern. Deshalb weiß ich schon, wie die Mannschaft funktioniert, kenne die Stärken und Schwächen der Mannschaft, ohne die jetzt hier im Detail wiederzugeben, aus Respekt auch vor den Spielern, die hier sind. Aber wir werden sicherlich die ein oder andere Stelle, Position neu verbessern. Da haben wir schon sehr, sehr viele Ideen, aber die werde ich sicherlich erst dann kundtun, wenn wirklich alles fix ist und nicht irgendwelche Gerüchte, die irgendwo entstehen, dann auch entsprechend kommentieren.